Supta Paschimottanasana ist die liegende Rückenstreckung, mit anderen Worten die liegende Vorwärtsbeuge. Annika zeigt, wie es geht. Im Liegen hebe beide Beine hoch und gib die Beine so weit nach hinten wie möglich, versuche dabei aber auch den Rücken so weit wie möglich auf dem Boden zu halten. Und dann fasse mit beiden Händen an die Füße und ziehe die Zehen Richtung Kopf. Also die Füße angezogen, die Füße gebeugt und ziehe die Zehen zum Kopf. Und wenn du es kannst, spreize die Ellbogen zur Seite, aber halte die Füße zusammen. Und so bist du in Supta Paschimottanasana in der liegenden Vorwärtsbeuge, auch genannt Viparita Paschimottanasana oder auch Urdhva Mukha Paschimottanasana genannt.